Okay, schauen wir uns in diesem Video ganz schnell die verschiedenen Lösungsfälle eines linearen Gleichungssystems mit zwei Unbekannten an. Wir haben hier schon den ersten Lösungsfall auch grafisch dargestellt. Und zwar ist es immer dann, wenn zwei Gleichungen so aussehen, dass zwei lineare Geraden sich in einem Punkt schneiden, dann habe ich logischerweise auch genau eine eindeutige Lösung. In diesem Fall x gleich 5 und y gleich 2. Was passiert aber, wenn ich jetzt eine Gleichung ändere, wie zum Beispiel hier 2x weniger 3y ist gleich 9, dann sieht man, dass auf einmal keine Lösung mehr herauskommt. Wieso ist dem so? Ja, ganz einfach. Hier sieht man auch bei der Umformung nach y, dass diese zwei Geraden ja parallel sind und bekanntlich schneiden sich ja zwei parallele Geraden nicht. Das heißt, hier gibt es keine Lösung, wenn die zwei Geraden parallel sind, bedeutet wieder für die Gleichung, man sieht es hier ganz schön, wenn ähnliche Koeffizienten, na nicht nur ähnliche, sondern wenn die gleichen Koeffizienten vorkommen. Sie unterscheiden sich nur hinten im absoluten Teil, hier 4, hier 9. Ist auch der Fall, nur zur Erinnerung, wenn es ein Vielfaches ist, also wenn man hier zum Beispiel 4y weniger 6y gleich 9 eingibt, sieht man auch, dass sie parallel sind, weil sie ja vereinfacht wieder hier genau auf die gleiche Steigung kommen. Einen letzten Fall, was passiert jetzt eben, wenn zum Beispiel steht 2x weniger 3y gleich 4, das heißt, hier kommt zweimal dieselbe Gleichung vor, ja dann gibt es unendlich viele Lösungen, weil die gelbe, die grüne und die rote Gleichung aufeinander liegen, sprich die Geraden sind ident. Auch hier wieder der schnelle Fall. Was passiert, wenn man hier Vielfaches nimmt, wie zum Beispiel 4x weniger 6y und auch hier das Vielfache, dann sieht man natürlich auch, dass hier dasselbe herauskommt. Somit sind die drei Lösungsfälle ganz klar. Entweder ich habe einen Schnittpunkt, ich habe keinen Schnittpunkt, dann wenn sie parallel sind, oder wenn ich eben die identen Gleichungen habe, dann gibt es unendlich viele Lösungen.